Jo Jungs, mit da draußen, was geht? Hier ist wieder euer Rox auf dem Credit Pubs und auf dem Klankanal. Ja, ich habe heute mal ein kleines Thema am Start, und zwar, was für mich ein guter Kommentator ausmacht. Ein guter Kommentator muss für mich natürlich erstmal richtig kommentieren können, richtig gut schneiden können. Also ich bin auf jeden Fall noch gar nicht an der Spitze von den guten Kommentatoren, überhaupt noch gar nicht. Ich würde sagen, ich bin noch mega weit unten, ich muss noch echt viel lernen. Ich finde, Rolf ist da schon erst schon weiter oben als ich, auf jeden Fall sehr viel weiter oben. Ich finde, er ist einer der besten Kommentator hier bei uns im Clan. Einfach seine Kommentierart, die Leute finden ihn gut. Er schneidet perfekt, ja, sowas alles hat halt Potenzial und das lieben halt die Leute, wenn man gute Videos bringt. Ja, wie gesagt, ein Kommentator muss eine gute Stimme haben, sollte keine Piepstimme haben, also schon mindestens so, ja, also halt nicht komplett im Stimmbruch, aber halt schon so eine normale Stimme, Piepstimme kommt überhaupt nicht gut an bei den Leuten, da wirst du nur gehatet, tut mir leid, ist aber so, ist die Wahrheit. Natürlich muss auch gut geschnitten werden, die Kommentare schneiden, müssen natürlich gut schneiden können. Die Sprachfehler, so wie ich die ganze Zeit hier Scheiße laber, das geht gar nicht, muss natürlich alles rausgekattet werden, weil das Video sonst echt beschissen ankommt bei euch. Ja, deswegen immer schön die Sprachfehler und die Pausen, die ihr einlegt, immer schön rauscutten, dann werden die Videos perfekt, weil die Leute dann denken, dass ihr schön flüssig sprecht. Genau. Ein guter Kommentator muss natürlich auch noch eine gute Mikrofonqualität haben. Ich denke mal, die habe ich, da ich ein Blue Yeti Standmikrofon habe, das 150 Euro, glaube ich, gekostet hat oder immer noch kostet. Ich war kurz davor, das zu verkaufen, weil ich ja jetzt ein Triton-Headset habe, das ich momentan für Skype und sowas alles benutze. Aber zum Aufnehmen, denke ich mal, benutze ich einfach noch weiter das Blue Yeti-Mikrofon. Es ist ein sehr geiles Mikrofon. Damit kann man sehr viel machen. Ja, wie gesagt, Aufnahmequalität muss sehr gut sein. Genau, das mit dem Cutten habe ich schon erwähnt, auch am Anfang. Also ich finde es so toll, wenn man vor einem Video kein Intro packt, weil das dann halt direkt losgeht. Sowas mag ich zum Beispiel jetzt nicht, jeder hat natürlich einen anderen Geschmack. Und natürlich muss das Intro auch einen bestimmten Eingang und Ausgang haben, Ende und Anfang. Ja, also bei mir ist das so, ich mag das total gerne auch bei Videos gucken und auch beim Video schneiden, wenn ich die Musik halt von leise auf lauter, also wenn die Musik halt lauter wird so. Also ist halt noch leise, dann wird sie lauter. Müsst ihr mal bei meinen Videos machen. Ich mache das dann so gut wie immer, wenn nicht, dann vergesse ich das, weil ich wieder zu viel Stress habe, wieso auch immer. Ja, wenn man noch mit Facecam kommentiert, sollte man das natürlich alles schön synchron machen und nicht asynchron. Sieht dann nämlich ziemlich kacke aus, wenn ihr den Mund einfach anders bewegt, als ihr gerade sprecht. Ja, die Facecam sollte natürlich schön geordnet im Video sein, nicht irgendwo quer mittendrin in der Mitte zum Beispiel, sondern so schön wie Roffe, einfach oben rechts oder oben links im Einblenden lassen. Dann passt das, sieht gut aus, alles ist fit. Gucken die Leute gerne an. Ja, mehr macht ein guter Kommentator eigentlich für mich nicht aus. Eigentlich war es das schon so im Groben und Ganzen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann war es auch von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.